die Schatzgräber. Ein Winzer, der am Tode lag, rief seine Kinder an und sprach: In unserem Weinberg liegt ein Schatz, grabt nur danach. An welchem Platz? Schrie alles laut den Vater an. Grabt nur. O weh, da starb der Mann. Kaum war der Alte beigeschafft, so grub man nach aus Leibeskraft. Mit Hacke, Karst und Spaten ward der Weinsberg um und um gescharrt. Da war kein Kloß, der ruhig blieb. Man warf die Erde gar durch Sieb und zog die Harken kreuz und quer nach jedem Steinchen hin und her. Allein da ward kein Schatz verspürt und jeder hielt sich angeführt. Doch kaum erschien das nächste Jahr, so nahm man mit Erstaunen wahr, dass jede Rebe dreifach trug. Da wurden erst die Söhne klug und gruben nun Jahr ein Jahr aus des Schatzes immer mehr heraus.